Hey Leute, was geht ab? Anime Drip hier. Ich hoffe, es geht euch allen soweit sehr gut. In diesem Video geht es, wie ihr auch schon in der Überschrift lesen könnt, um Obito und warum er im Laufe der Serie nicht erblindet ist. Obito hatte das Mangekyō Sharingan gehabt und nicht das ewige Mangekyō Sharingan, wie beispielsweise Madara oder auch später Sasuke. Dazu war er jemand gewesen, der ausschließlich seine Mangekyō Sharingan-Fähigkeit, nämlich das Kamui, benutzt hat. Es wurde ja immer gesagt, wenn du dein Mangekyō Sharingan zu oft einsetzt, dann erblindest du. Also warum ist dann Obito nicht erblindet? Die Antwort auf diese Frage findet ihr in diesem Video. Doch bevor ich auf das Thema des heutigen Videos eingehe, möchte ich wie gewohnt auf meine Social Media Kanäle sowie Discord aufmerksam machen. Die Links dazu findet ihr alle in der Videobeschreibung. Außerdem könnt ihr bei mir Kanalmitglied werden. Dadurch würdet ihr mich finanziell supporten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Doch so viel dazu und viel Spaß mit dem Video. Wir haben alle gesehen, wie stark die Mangekyō Sharingan Fähigkeiten der jeweiligen Charaktere waren. Zu einem das Amaterasu, Tsukuyomi, das Koto Amatsukami, mit dem man sogar einfach jemanden kontrollieren kann. Und nicht zu vergessen das Kamui, mit Abstand eines der stärksten Jutsus, die wir in Shippuden gesehen haben. Ich meine, das Jutsu war verdammt stark. Kamui hat es ihr alleine ermöglicht, gegen mehrere starke Ninjas gleichzeitig kämpfen zu können. Und den Preis, den beispielsweise ein Obito zahlen muss, um auf seine Mangekyō Sharingan Fähigkeit zurückzugreifen, ist gering. Besser gesagt, er hat eigentlich gar keine Nachteile davon. Bei Itachi sahen wir das erste Mal so wirklich, dass das Nutzen des Mangekyō Sharingan zu Blindheit führen kann. Auch bei Sasuke wurde das Ganze ziemlich gut dargestellt. Vor allem in seinem Kampf gegen Kakashi. Sasuke hatte sein Mangekyō Sharingan nicht mal so lange, aber er hat auf die Fähigkeiten seiner Augen, wie das Amaterasu oder auch das Susanoo, zurückgegriffen. Das allein hat schon dafür gesorgt, dass er so gut wie blind wurde. Anschließend implantierte er sich die Augen seines Bruders, um der Blindheit zu entgehen. Das ist auch eigentlich die einzige Erklärung aus dem Manga, wie man der Erblindung entgehen kann. Nur ist hier natürlich das Problem, dass Obito im Gegensatz zu Sasuke und Madara nicht die Möglichkeit hatte, die Augen eines nahen Verwandten einzuführen. Also warum wurde Obito dann eigentlich nicht blind? Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Jedoch fangen wir mal mit der offensichtlichsten Antwort an. Und natürlich sind hier auch die Zellen von Hashirama gemeint. Wir wissen ja alle, dass Hashiramas Zellen extrem stark sind und jemanden vieles ermöglichen können. Nicht ohne Grund wollen viele Zugriff auf diese Zellen haben. Danzo hat ja beispielsweise die Zellen des ersten Hokage eingepflanzt bekommen. Das hat er getan, damit er das Izanagi und auch das Koto Amatsukami von Shisui besser und öfter nutzen kann. Obito hatte ebenfalls diese Zellen in seinem Körper, nachdem sein halber Körper von einem Stein zerschmettert wurde. Lustigerweise war auch dieser Stein stärker als der ein oder andere Shinobi, aber das ist ein anderes Thema. Wie wir alle wissen und auch gesehen haben, war Madara der Grund dafür gewesen, dass Obito die Zellen von Hashirama bekam. Das war auch wieder nötig gewesen, damit Obito einen funktionstüchtigen Körper wiederbekommt. Neben der regenerativen Kraft bekam aber Obito einen weiteren immensen Vorteil. Und dieser Vorteil war natürlich, dass er sein Mangekyō Sharingan öfters nutzen konnte. Oder besser gesagt, dass er kein Augenlicht verliert. Viele argumentieren ja da zum Beispiel, dass alle Charaktere, die das Mangekyō Sharingan besaßen, erblindet wurden. Selbst Kakashi meinte beim 4. Shinobi-Krieg, dass er fast nichts mehr sehen kann mit seinem Sharingan. Und was haben all diese Charaktere eigentlich gemeinsam? Sie haben alle keine Hashirama-Zellen. Obito hingegen schon. Daher denken ja auch sehr, sehr viele Leute, dass Hashirama-Zellen der Grund dafür sind. Mir hat mal ein Abonnent in den Kommentaren geschrieben, dass Obito erblinden würde, wenn er beide seine Sharingan-Augen hätte. Der Grund hierfür ist einfach, dass ja nur eine Hälfte seines Körpers aus Hashiramas Zellen besteht, die andere aber nicht. Ich fand die Argumentation auch sehr gut. Jedoch haben wir am Ende des 4. Shinobi-Krieges Obito mit beiden Kamui-Augen gesehen und er hat dieses Jutsu ziemlich oft eingesetzt. Dennoch gab es keine Anzeichen von Erblindung. Also wie konnte es denn sein, dass Obito nicht erblindet wurde, obwohl er beide Augen hatte? Die Antwort hierbei ist das Six-Path-Chakra, was er bekommen hatte, nachdem er zum Jinjuriki des Jubi wurde. Nachdem die Bijus aus ihm extrahiert wurden, hatte er dennoch das Kamui und daher auch sein Mangekyō Sharingan. Nachdem die Bijus aus ihm extrahiert wurden, hatte er dennoch das Six-Path-Chakra in sich und natürlich auch seine Sharingan-Augen. Ich meine, man muss sich ja auch anschauen, wie oft Obito das Mangekyō Sharingan oder besser gesagt das Kamui eingesetzt hat. Das erste Mal, als er sein Mangekyō Sharingan erweckt hat und gegen die ganzen Iwagakure-Ninjas gekämpft hat, da war der gerade mal 14 Jahre alt. Bis zu dem Zeitpunkt seines Todes war er 31 Jahre alt. Und wir haben jedes Mal, wo wir Obito gesehen haben, auch das Kamui gesehen. Heißt also, er hat ziemlich oft das Kamui eingesetzt und das in einer Zeitspanne von 17 Jahren. Itachi war zu dem Zeitpunkt seines Todes gerade mal 21 Jahre alt. Und wir haben bei ihm schon gesehen, dass er so gut wie blind war.
Wenn ich mich recht entsinne, muss er sogar sein normales Sharingan einsetzen, damit er einigermaßen was sehen kann. Sasuke wurde gefühlt im Laufe eines Arcs nur blind. Ich meine, das erste Mal, wo er das Amaterasu einsetzte, war im Kampf gegen Killer Bee. Dann gab es auch eine Aussage von Sasuke, dass die Kraft seiner Augen einen Preis beinhalten. Ich meine, er hat sich direkt nach dem Amaterasu direkt an sein Auge gefasst, weil er solche Schmerzen hatte. Später sahen wir noch Sasuke im 5-Kage-Gipfel, dann auch bei seinem Kampf gegen Danzo und später der kleine Kampf gegen Kakashi. In jedes seiner Kämpfe setzt er sowohl das Amaterasu als auch das Susanoo ein. Im Kampf gegen Kakashi bildete sich sogar sein Susanoo zurück, weil er das Sharingan überstrapaziert hatte und gefühlt nichts mehr sehen konnte. Viele sagen ja auch hier, dass Sasuke schon blind war, aber da kann ich euch sagen, dass es nicht stimmt. Er konnte sowohl Kakashi als auch Naruto sehen, auch wenn er seine Probleme damit hatte. Sehen konnte er sie trotzdem. Viele behaupten ja auch, dass es einfach daran liegt, dass Itachi und Sasuke jeweils das Amaterasu und das Susanoo aktiviert haben und sie dadurch auch schnell erblindet wurden. Einfach aus dem Grund, weil sie mehrere Mangekyo Sharingan-Fähigkeiten angewendet haben. Itachi beispielsweise hatte noch das Tsukuyomi, also noch eine weitere Fähigkeit. Aber auch hier kann ich sagen, dass das nicht stimmt. Es kommt nicht darauf an, auf wie viele Mangekyo Sharingan-Fähigkeiten du zurückgreifst, sondern wie oft. Kakashi hat sein Mangekyo Sharingan bis zum 4. Shinobi-Krieg echt wenig eingesetzt. Da wäre einmal das Kamui gegen Deidara, gegen Pain und halt der 4. Shinobi-Krieg, wo er dieses Jutsu schon öfters eingesetzt hat. Dort meinte er ja auch, dass er schon fast erblindet ist, weil er das Kamui schon so oft eingesetzt hat. Also liegt es nicht daran. Ich persönlich gehe einfach stark davon aus, dass es an den Hashirama-Zellen liegen muss. Später mit Six-Breath-Chakra war es ihnen sogar möglich gewesen, beide Augen ohne Probleme einsetzen zu können. Und auch hier muss man einfach sagen, dass Obito nur ein Sharingan hatte, im Gegensatz zu Itachi oder Sasuke. Daher ist er auch nicht so schnell erblindet. Zudem hatte er ja auch noch hier den Vorteil, dass Madara sein Meister war. Er wird ihn mit sehr großer Wahrscheinlichkeit darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Mangekyo Sharingan bei häufiger Nutzung zur Erblindung führt. Was ich aber auch noch sehr interessant finde, ist einfach, dass Obito sogar das Kamui nutzen konnte, ohne sein Mangekyo Sharingan zu nutzen. Das wurde auch so in der Serie gezeigt, vor allem am Anfang. Aber das liegt einfach nur daran, dass uns Kishimoto nicht direkt zeigen wollte, wer sich hinter der Maske versteckt. Denn wenn wir sein Mangekyo Sharingan gesehen hätten, dann wäre glaube ich jeder zum Entschluss gekommen, dass sich Obito hinter der Maske versteckt. Zudem aktiviert sich das Kamui unbewusst, oder besser gesagt passiv. Heißt, wenn jemand ihn angreift, passiert es automatisch, dass sich das Kamui aktiviert. Man könnte daher einfach sagen, dass Obito so gut wie immer in seiner Kamui-Dimension ist und daher auch nicht ständig sein Mangekyo Sharingan aktivieren muss. Scheinbar gibt es einige Mangekyo Sharingan-Fähigkeiten, die nicht direkt zur Blindheit führen. Und Kami scheint einer dieser Fähigkeiten zu sein. Madara hatte auch zu Lebenszeiten das Mangekyo Sharingan und wurde auch nicht blind. Also es wurde nicht in irgendeiner Form bestätigt. Und er hat so gut wie jeden Tag gegen die Senjus gekämpft. Aber man muss auch ehrlich sagen, scheinbar scheint das Kami auch genau deswegen einer der stärksten Fähigkeiten zu sein. Nicht nur weil es broken ist, sondern weil es einfach nutzen kann, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Grüße gehen raus an Hashiramas Zellen. Mich würde aber interessieren, was ihr dazu denkt. Spielen die Hashirama-Zellen eine wesentliche Rolle? Oder denkt ihr einfach, dass Kishimoto einfach nicht nachgedacht hat? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten Leute, checkt wie gewohnt die Videobeschreibung ab. Dort sind meine Social-Media-Kanäle wie TikTok, Instagram oder auch mein Discord-Server verlinkt. Schöne Grüße gehen raus an Codebreaker und Eastfall, die Kanalmitglieder auf diesem Kanal sind. Danke für euren Support. Und an den Rest natürlich doch auch. Abonniert gerne den Kanal, wenn euch der Content gefällt und bis zum nächsten Mal.